Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatons. Heute packen wir die komplette Serie zu Airwolf aus. Auf DVD, die gibt es aber auch auf Blu-ray. Das Ganze wird von Koch Media vertrieben und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich glaube aber in dieser Fassung, in dieser Box, gibt es das nur bei Amazon exklusiv. Bin mir da aber nicht sicher, aber bei Saturn gibt es andere Fassungen zu Hüllen. Weil die ist ja so gemacht wie die A-Team-Box. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ist ab 16 Jahren freigegeben, wird wie gesagt von Koch Media auf DVD und Blu-ray vertrieben. Wir haben hier eine Laufzeit von 3086 Minuten, Tonformat ist Dolby Digital 2.0, Bildformat ist 1,33,1 oder 4:3, Sprachen haben wir Deutsch und Englisch und extra mal eine alternative Synchronfassung. Ja, und ich habe Airwolf damals gerne geguckt, war ja die Zeit, wo Knight Rider gelaufen ist und ein Colt für alle Fälle, A-Team, und aber nicht jede Staffel. Ich mag die Staffeln, ich glaube, das waren die ersten zwei oder drei. Wo die zwei die Hauptcharaktere sind, einmal Hawk, von, gespielt von Jan Michael Vincent, glaube ich, hieß der, und die von der Schauspieler hieß, glaube ich, Ernest, in den Echt heißt er aber Dominic Zattini, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Serie mag ich gerne. Nachher gab es ein anderes Team, wo ist es, das habe ich hier auch irgendwo gesehen, das hier, und das habe ich dann nicht mehr so gern geguckt. Da habe ich lieber andere Serien geguckt, und ich habe das gar nicht gewusst. Der Produzent steht ja auch, glaube ich, hier, Donald P. Belisario, der auch Magnum gemacht hat, Navy CSI, ja, und Airwolf eben, hat die ersten drei Staffeln gemacht, und ich glaube, der TV-Sender CBN oder CBI oder so, wollte das halt familienfreundlicher machen und hat da die Kosten gesenkt, und damit war der Produzent nicht einverstanden und deswegen ist er gegangen. Deswegen ist auch die vierte Staffel nicht so gut geworden. Das wusste ich gar nicht. Der Schauspieler Jan Michael Vincent, der kam mir in der Serie mal so ein bisschen ernst und depressiv vor. Und ich glaube, das war der auch in echt. Kann das sein? Also er hat doch Drogenprobleme gehabt. Ist der nicht letztes Jahr verstorben? Ich glaube ja, ne? Hier steht dann noch, ja, dass die Serie in der Zeit gelaufen ist und Knight Rider zu den besten Serien im US-TV-Markt zu bieten hatte. Aha, dass der Produzent da war. Alle 80 Episoden in einer Gesamtedition. Ja, gucken wir mal rein, wie das gestaltet ist. Und hier haben wir dann dieses Symbol. Ich guck mal, wie das gemacht ist. Ach, hier haben wir doch schon stehen ja die Zahlen. Gucken wir uns erstmal die Volumen 1 an. Da haben wir den Airwolf. Ich glaube, das ist ein Bell 221 oder sowas. Eine grüne Dis. Ach, die sind alle grün. Okay. Dann haben wir hier nochmal die Folgen. Das ist jetzt, ah ja, hier, ah gut, das wusste ich nämlich nicht, weil ich wollte mir eigentlich noch die Standalone-Fassung kaufen von dem Film, aber der ist ja hier mit bei. Da muss ich mir die nicht kaufen, es sei denn für die Sammlung halt. Jetzt fliegt ein Flugzeug draußen, dann haben wir noch mehr Airwolf. Ich sage das ja immer wieder, ich wohne in der Nähe vom Militärflughafen und da fliegen halt mal gerne die Eurofighters oder Tornados. Die ist so gestaltet. Hier das dritte Volumen oder die dritte Staffel. Oh, das nervt aber immer, wenn ich ein Video oder egal welche Zeiten fliegen, immer diese Flugzeuge. Ihr hört ja, wie sehr laut die sind, also wie laut die sind. Also ich finde die Aufteilung der DVDs sehr, sehr gut gelöst, muss ich sagen. Und dann haben wir hier die letzten. So, ja, aber Airwolf, ich habe das zwar gern geguckt, wie gesagt, die ersten Staffeln. Oh, dann lass ich aber Fingerabdrücke da. Aber andere Serien haben mir in der Zeit besser gefallen. Wie gesagt, das A-Team sowieso. Das war meine Lieblingsserie neben Alf. Und der Knight Rider fand ich damals auch besser wegen Kit. Aber Airwolf war immer so eine Serie, die habe ich gerne geguckt, aber nicht so regelmäßig. Könnt ihr mal gerne schreiben, wie ihr Airwolf findet. So, das war Airwolf die Box. Ja, nee, war das so richtig rum? Ist eigentlich egal. Das gute Stück. Die Serie habe ich letztes Mal auf RTL Nitro geguckt. Die ist jetzt, glaube ich, wieder weg. Ja, da haben mir die Folgen wieder gefallen. Ich dachte, ach komm, die ist gerade im Angebot. Die kaufe ich mir jetzt mal. Ich habe dafür 39,99 bezahlt. Ich weiß nicht, ob der reguläre Preis war. Die Blu-ray ist ein bisschen teurer. Die kostet nur um die 60 Euro. Ich dachte, nehme ich jetzt mal mit für den Preis. Ja, als nächstes möchte ich mir mal gerne irgendwann die Serie Magnum kaufen. Weil die gucke ich im Moment auf RTL Nitro. Zurzeit zeigt mir RTL Nitro Serien, wo ich denke, ja, habe ich damals so zwischendurch reingeguckt, kaufe ich mir jetzt. Ja, und jetzt war eine Serie davon. Und ja, könnt mir gerne eure Kommentare schreiben. Gerne meine Kommentare schreiben, wie ihr die Serie gefunden habt. Habt ihr die damals gesehen oder nicht? Und ja, ich würde mich einfach über eure Kommentare freuen. Und ansonsten werde ich mal gucken, ob ich irgendwo einen Trailer finde.
oder das Intro, dann könnt ihr euch da mal ein Bild machen von der Serie. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.